Es ist der 15. Juni 1992, 11.57 Uhr, U-Bahnhof Ruhrleben. Wir befinden uns auf der Linie 130 Richtung Nervenklinik. Eine sommerliche Brise weht durch Berlin-Spandau und hier beginnt die Geschichte. Kleiner Spaß am Rande, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2. Ist ja schon ein paar Tage her, dass neue Folgen von der Map kamen. Ich habe mich heute mal für die Berlin-Spandau-Karte entschieden, weil ich die auch schon längere Zeit nicht mehr gefahren bin. Ich hatte eigentlich schon vor, ich sag mal, 13 Tagen schon eine OMSI 2 Aufnahme gemacht hier in Berlin-Spandau. Da bin ich die Route 137 gefahren. Nur mein Mikro war sehr, sehr leise eingestellt. Das heißt, der hat meine Stimme gar nicht aufgenommen. Jo, und dann könnt ihr euch denken, was dann passiert ist. Was ich damit gemacht habe. Wir fahren die 231 an. So, Nervenklinik auf der Linie 130. Und das ist die Route 2, glaube ich. Müsste das jetzt sein? Nein. Route 1. Nervenklinik. Ja, und wir fahren natürlich wieder einen Gelenkbus, was auch sonst. Achso, Motor hatte ich an schon. Seht ihr, so vorbereitet bin ich. Und wir fahren jetzt mal los. Ich weiß nicht, warum es ruckelt, also ich kann mir das einfach nicht erklären. Und natürlich fahren wir nur als Verstärker auf der Linie. Also irgendwann wird uns da mal ein anderer 130er einholen. Und wie ihr das vielleicht hört, ich bin im Moment ein bisschen erkältet. Denn mich hat es voll erwischt. Von daher, wenn ich mal husten muss, dann schalte ich mich mal eben auf stumm. Wie jetzt mal eben. Der geht mir nämlich richtig auf den Sack, der Husten. Ja, Version 3 meiner Map ist ja draußen. Wie ihr das vielleicht mitbekommen habt. Und ich habe mir jetzt erstmal, wobei Version 3 ist ja jetzt schon, wir haben ja jetzt den 27. April. Und das ist jetzt schon ein paar Tage draußen, die Map. Und jetzt nehme ich mir erstmal ungefähr 1 bis 2 Wochen Pause vom Bauen. Und baue dann die U18 Linie Richtung Essen. Ich weiß nicht, ob das Essen Hauptbahnhof ist, auf jeden Fall. Das wird eine reine Straßenbahnlinie werden. Das heißt, es wird keinen Schienenersatzverkehr geben. Es ist auch nicht anders lösbar, weil die U18, wie ihr vielleicht wisst, fährt ja in der Mitte der A40. Und da, die A40 ist ja eine Autobahn und ja, da kann man schlecht auf der Autobahn einen Schienenersatzverkehr fahren lassen. Von daher, die wird eine reine Straßenbahnlinie werden. Deswegen bin ich auch derzeit an einem fiktiven Bereich wieder am Bauen, der auch als, der als Vorbau für die U18 gilt. Ich habe nämlich da erstmal dran versucht mit der neuen Funktion von OMSI 2,
also die Omni 2 Editor-Funktion. Und das kriege ich jetzt mittlerweile einigermaßen gut hin. Upsa. Wie ist denn so stark? Upsa. Und ja. Das wird erstmal so als Vorbau gelten. Wie oder wo ich die Enden lasse, steht noch offen. Vielleicht lasse ich die an der Haltestelle Pollmann enden. Da habe ich ja eine Wendeschleife eingerichtet. Weil von einem User habe ich die Idee bekommen, weil ich ja geschrieben habe, ihr könnt mir ruhig Ideen für Linien geben, also als fiktive Linien. Und er hatte mir da eine geschrieben. Und warte mal einen Moment. Da muss ich mal eben niesen. Der hat mir eine Idee eingesendet für eine Linie, dass man vielleicht eine Linie an der Haltestelle Pollmann enden lassen könnte. Und ich hatte ja schon eingeworfen, dass die Linie 200 von der Haltestelle zur Uni abfahren soll. Aber wo die endet, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich. Und daher habe ich mich jetzt entschieden, die 200er Linie von zur Uni fahren zu lassen. Über den neuen fiktiven Bereich. Und der wird dann über diesen neuen fiktiven Bereich mit dem Vorbau der 18, die wird dann wahrscheinlich die 19 sein, wenn es mal eine Straßenbahn irgendwann gibt, die man fahren kann. Die wird dann da lang fahren und ja, wird dann die Linie 200 wird dann an der Haltestelle Pollmann enden. Das wird wieder so eine kleine Linie wie die 140 Linie. Wird wahrscheinlich genauso lang sein. Und ihr seht, es wird jetzt immer mehr so ein Mix geben. Also ich werde schon in jeder Version eine reale Linie bauen. Aber es gibt dann noch eine Alternative, und zwar eine fiktive Linie. Und ja, und so baut sich dann die Map immer weiter auf, bis irgendwann die Karte so groß